Wir sind zurück bei einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint. Gleich vorab, die Folge wird ein bisschen kürzer sein, glaube ich. Also ich hoffe, also kann, ich weiß, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe es nicht. Wir bekommen sehr viele blaue Waffen, was mich ein bisschen abfuckt. Oh, ich habe den Ton ein bisschen laut, ne? Ja, tut mir leid. Ich mache mal wieder normal hier. Ja, was machen wir denn jetzt so? Das ist eine gute Frage, ne? Wir haben eine bessere Weste, wir haben zwei bessere Schuhe, aber die werden irgendwie nur blau. Vor allen Dingen, Frage ist jetzt, was wir als nächstes für eine Mission machen. Das hier haben wir jetzt erledigt. Also, da unten. Das haben wir ja in der letzten Folge erfolgreich gemacht. Ich bin überrascht, dass es mit dem Behemoth Tatsache sogar relativ schnell zu Ende ging. So. Dann wollen wir mal noch hier alles einsammeln, was wir so gefunden hatten. Hier unten war nämlich irgendwie das Ding hier. Genau, das hat hier unten irgendwie festgeklemmt. Keine Ahnung warum. So, dann hinten hier haben wir hier noch irgendwo. Wo ist denn das hier? Müsste direkt vor mir sein, eigentlich. Hier, irgendwo, warte. Hier, ah, da ist es. Entschuldigung. Ich habe es noch nicht gesehen. Hier liegt etwas. Entschuldigung, dass wir jetzt Nachtsicht haben, weil so sehen wir kaum was. Bessere Schuhe ziehen wir natürlich an. Hier ist noch ein Gegner. Den haben wir, glaube ich, mit zum Schluss erledigt, ne? Hier liegt noch sehr viel Stuff rum. Ja, finde ich auch. Ich wollte mal testen, wie es ist, aber ich finde Nachtsicht gerade immer noch ein bisschen besser. Übrigens, ich hoffe, dass die Datei erhalten bleibt. Ich habe mal in OBS ein bisschen rumgespielt. Ich habe nämlich bisher nur in MKV aufgenommen, habe mich aber mal ein bisschen schlau gemacht, weil ich ja sonst dumm bin. Das MKV irgendwie zwar größere Auflösungen, ach Quatsch, größeres Dateiformat und so bietet, aber irgendwie MP4 die Qualität einfach besser sein soll bei YouTube. Deswegen habe ich jetzt mal gesagt, du sollst zwar ein MKV aufnehmen, also bei die Datei, oh, eine P90, sobald die Datei fertig ist, bitte ich dich, wir können den Dings hier gleich mal rausnehmen, den Punkt hier. Also sobald die Datei fertig ist, bitte ich dich, das gleich zu MP4 umzuwandeln. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt die Aufnahme nicht abschmiert, sonst wäre ein bisschen beschissen. Ja, letzte Folge, also die zweite Welle haben wir relativ gut überstanden, muss ich sagen. Also was heißt die zweite Welle? Also, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. HTI. Sind ja teilweise immer besser. Der hat zum Beispiel mehr Genauigkeit, aber nicht so viel Reichweite. Macht auch einen Schaden weniger. Nachladezeit ist auch ein bisschen länger. Was ist mit der P90 hier? Mehr Mobilität. 900 Schuss hätte ich hier. Mehr Genauigkeit, weniger Reichweite. Auch weniger Schaden. Ne, wir bleiben beim Sturmgewehr. Dann schnappen wir uns noch die zwei Kisten hier. Lalala. Machen wir das nächste. Könnten das hier machen, dann kriegen wir einen Vektor. BMA-Verteidigungsgebiet. Aber habe ich momentan noch keine Lust drauf. Irgendwann, wenn wir es mal brauchen. Hier gibt es keine Mission, hier gibt es keine Mission, hier gibt es keine Mission, hier gibt es eine Mission. Fünf Sterne.
Sterne, okay. Ich dachte, ah, okay. Ich dachte, wir müssen ja hier irgendwelche Pflanzen oder so suchen. Na, SVD63, schön. Ich dachte, wir müssen irgendwelche Pflanzen oder so suchen. Ich habe mich schon hier wundert. Gummihandschuhe. So, ja, wo macht man jetzt auch? Würde ich sagen, hier hin wieder. Wa? Nee, diesmal nehmen wir den Biwak. Ja, der Grund, warum die Folge ein bisschen kürzer wird, eigentlich erwarte ich noch eine Nachricht und dann muss ich mal ganz kurz etwas erledigen. Aber kann auch sein, dass das doch noch ein bisschen länger dauert und wir doch noch jetzt noch 25 Minuten aufnehmen können, weil normalerweise war es 21:30 Uhr geplant. Ich nehme ja immer so ein bisschen zeitversetzt auf. Hat man auch manchmal Pause dazwischen oder so. Ich habe übrigens immer noch eine Milch hier. Prost. Ja, ich nehme auch mit Gaming-Mikrofon auf. Also so ein Headset hier halt, ne? Also Gaming-Mikrofon, nein, das war falsch. Halt mit Headset. Wir schlagen mal einen Biber auf. Und würde halt gerne noch ein richtiges Mikrofon haben, weil das hier immer um die Ohren und so, das ist halt echt anstrengend. Waffencheck natürlich. Das ist halt echt anstrengend und das. Es ist halt. Also an sich, mir wurde gesagt, der Ton ist gut. Ich finde den auch relativ gut. Ich darf es bloß nicht zu nah dran haben. Ich darf es aber auch nicht zu weit weg haben. Ne? Also so, dass ihr es noch hört. Deswegen habe ich es immer so auf halber Entfernung. Ja, das war's schon. Anfertigen. Können wir eine Splittergranate? Wir haben ja hiervon sehr viel. Bam, bam, bam. Und eine Spritze. Jagen wir uns natürlich das Beste, was wir noch haben. Raketenwerfer. Oh, können wir auch herstellen. Okay, cool. Freut mich. Damit hätten wir vielleicht eine bessere Chance gegenüber. Wie heißen sie? Behemoths. Damit wir da mehr Schaden machen können. Stellen die einfach mal her. Weil, warum nicht? Wir können's. Nee, warte mal. Erstmal machen wir das hier. Ballaststoffe grundlegend. Eine Seerose gönnen wir uns. Das mal gerade mit Maus. 3, 11 und 19. Und hier schmeißen wir noch die rein. Fertig. So, dann würde ich sagen, brich mal Lager ab und schlafen mal noch nur ein paar Stündchen. Wir schlafen ja gefühlt nur einmal in der Woche. Da müssen wir darüber, ne? Ne, da müssen wir. Hä? Hä? Wir mussten doch gerade hierher. Ah nee, ah nee, ah nee. Ah, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Andere Richtung. 1 Kilometer Entfernung. Mal gucken, ob wir einen Gegner treffen können auf 1 Kilometer Entfernung. Nee, ey, du, das glaube ich gar nicht. Also, es gibt zwar irgendwie Stream Sniper, sage ich schon. Sniper, die das irgendwie können, also auf mehrere Kilometer sogar, Gegner erledigen. Sturmgewehr. Achso, wir müssen mal wieder ein bisschen, glaube ich, anpassen, das Sturmgewehr. Standardlauf, kurzer Lauf, weniger Reichweite, bla, Reichweite ist immer gut. Das ist auch immer gut. Wir nehmen mal hier einen Schalldämpfer. Entfernungsmesser ist gut, Kimme und Korn. Digitalzieloptik, glaube ich, oder? Nee, was haben wir immer genommen? Das hier, ne? Ich weiß, wie weit das entfernt ist. Aber gut, wir versuchen es einfach mal.
Dann gehen wir erstmal da runter. Also versuchen es halbwegs heile da runter zu kommen. Und dann gehen wir zu der Waffenkiste, weil da sind ja gute Waffen drin. Also müssen so die Belohnung mehr sein. Oder besser, keine Ahnung. So, können wir durch die Gleise gehen? Ja, wa? Warte mal, wir haben. Nee, können wir nicht. Okay, gut. Dann gehen wir hier zurück. Eine L86A1. So. La, da, 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 da. Ja, wir haben schon viel von der Story geschafft, muss ich sagen. Also. Oh. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Die wissen, dass wir da sind. Ups. Wo ist denn unser... Wo ist unser LKW? Ey, wir haben den nicht umsonst ausgeschaltet. Wir haben den umsonst ausgeschaltet. Ich raste aus, ey. Wirklich unnötige Scheiße hier. Arschloch, ey. Wisst ihr, ich mach mir ja extra nochmal die Mühe, hier nochmal 200 Meter zurückzugehen. Im Endeffekt schätze ich raus, ja, LKW ist despawned. Scheiße, ey. Guten Tag. Hallo. Flughafen von Aurora? Irgendeine Idee, wo sich dieser Ort befindet? Ich könnte Ihnen sagen, wo Sie vielleicht fündig werden. Das weiß ich zu schätzen. Was? Das ist doch kein Flughafen. Erzähl mir doch kein... Ein sehr kurzer Flughafen. Ja, wohl. Da hinten? Da hinten soll der Flughafen gleich sein. Weiß nicht. Ich würde ja irgendeine aufmerksam. So. Dann würde ich sagen, springen wir mal von der Klippe, wa? Mit dir gehabt, mit dem ich sieht. Was kommt da? Ich greife an! Nein, tust du nicht. Alter, ey, ich hab gar keine Chance. Was war das denn jetzt? Ich sehe halt auch gar nichts auf dem Radar. Ich weiß ja nicht warum. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Nein, 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 nein. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, ich weiß halt gar nicht, warum ich sterbe. Ich weiß nicht, was das für eine Munition sein soll. Ey, die müssen ja mit
irgendwie da in ihrer MP müssen die ja Sniper-Munition drin gelagert haben. Einfach so ein 50er Kaliber drin. Ey, ich kann es mir am besten. Und da war eine goldene. Das ist doch Mobbing. Das ist doch alles Mobbing. So. Naja, was soll's. Wir haben hier einmal und dann machen wir hier einmal und dann machen wir da einmal. Bringt halt gar nichts hier vorne, ne? Aber gut, okay. Hallo. Wo ist das hin? Nee. Du schaltest mal den aus. Ich schalte den General aus. Ich schieße halt nur mit der Sniper so, ne? Ist mir scheißegal. Macht mich heiß! Das halt für eine Deckung ist, ne? So, erledigt. Lalilu. Oh, da ist noch einer. Da muss doch irgendwo einer auf der Straße oder so sein. Was? Erledigt? Nein. Ja, ich hab dich erledigt, ja. Ich Schmutzfink, ich geiler Schmutzfink. So, wir haben... Nee, hier war die Kiste, genau. Ah, cool. Ah, ein Tennisplatz, wenn jetzt hier noch ein riesiger Pool ist. Nee, leider nicht. Aber ein Tennisplatz ist hier. Die mussten wir doch irgendwo war da noch eine Mission vor 10 Folgen oder so, irgendwas mit Tennisplatz, ne? So. Ich hab heute noch was vor. Gehen Sie mir aus den Augen. Hast du ein Date mit mir oder was hast du vor? Entschuldigung. Überlegt. Ja. Schönen guten Tag. Hallo. Okay. Hallo. So. Hallo. Ey. Oh, jetzt weiß ich auch warum. Ey, es ist doch stopp. Warum wird mir denn die Mission angezeigt? Ey, jetzt. Oh. Stressig. Toll. 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 Oh, roher Archipel. Finden Sie den Mann. Mit Ito sprechen.
So, machen wir mal nur Nebenmission. Wir haben noch keinen Fähigkeitspunkt, das ist schade. Hier haben wir ein besseres Sturmgewehr, Tatsache. Macht zwar weniger Schaden, ist aber auch nicht so schlimm. AK-47 ist doch kein Sturmgewehr, oder? Also ich kenne mich da nicht aus. Keine Ahnung. Sturmgewehrteile, ne, von mir aus. Standardmagazin erweitertes, Standardlauf, Standardmündung, nehmen wir natürlich einen Schalldämpfer. Laufabdeckung, nehmen wir ein Entfernungsmesser und Visier nehmen wir Digital-Zieloptik. So, man kennt's. Wir wollen noch die Farbe ändern. Und zwar nehmen wir da, einfach nur, weil wir es können, Gold. Einfach nur, weil wir es können. Hallo. Ich hab's ja nicht umsonst gemacht. Hier sieht's auch so geil aus, ne? Also, boah. Vor allen Dingen denn damit zu siechen, ey. Wir haben glaube ich die falsche genommen. Nicht Digital-Zieloptik, sondern. Hä? Das hier, Leuchtpunktvisier, meinte ich. Ah, okay. Von mir aus. Die nächste Mission wäre dann. Japanischen Zufluchtspunkt. Oder? So, die sind ja alle so weit entfernt, immer von den Biwaks, ne? Gut, hier ist eine. Hier sind welche sehr in der Nähe von Biwak. Nehmen wir mal den Biwak hier. So. Das ist, wir müssen da lang. Ja, Tatsache. Wir einfach mal umgehen. Ja, bleib entspannt. Die werden uns jetzt vielleicht noch ein bisschen Ärger machen hier. Sie wussten, dass wir hier sind. Tschüss. F40? Die hatten wir noch nicht, oder? Hatten wir die schon mal? Na, die ist nicht wirklich besser. So, 300 Meter noch. Wir laden mal nach. Ich weiß nicht, ob die Sniper auch nachgeladen ist. Die Sniper ist nachgeladen. Denn da? Da.
sind denn die da hinten? Okay, war nichts. Ich gucke ja immer nur nach blauen oder so. Blau lohnt sich ja dann zu verkaufen, wisst ihr. Nachladen. Wir müssen einen Scheiß. Hallo, ich schnapp mir erst die Kiste, ja? Ja, Moment. Ich schnapp mir erst die Kiste, habe ich doch gesagt. Muss mir schon zuhören. Muss es schaffen. Muss es schaffen, bevor das Licht erlischt. Finden, um jeden Preis. Alles okay, Kumpel? Wo habt ihr sie hingebracht? Was habt ihr getan? Hey, ganz ruhig, ja? Ich will Ihnen nichts tun, versprochen. Wollen Sie mir etwa helfen? Haben Sie sich verirrt? Wie heißen Sie? Ich suche nach Antworten. Auf so vieles. Wissen Sie nicht, wer Sie sind? Nicht mehr seit gestern. Und dem Tag davor. Und dem Tag davor. Waren Sie die ganze Zeit hier im Wald? Ich verliere jedes Gefühl für die Zeit. Woran können Sie sich noch erinnern? Bananenfisch. Das ist nicht sehr viel. Marschieren. Marschieren in einer Reihe. Metall und Maschinen. Es ist alles verschwommen. Es gibt nicht zufällig eine Basis hier in der Nähe. Finden Sie den Bananenfisch. Wenn es sein muss, bleiben Sie hier. Ich helfe Ihnen herauszufinden, wer Sie sind. What the fuck? What the fuck? Fuck. The fuck. The fuck. What the fuck? Bananenfisch. Ey, die Welt hier wird immer weirder, ne? Erst letztens mit dem Patienten da. Mit den komischen. Mann, kletter hier hoch, hier ist überall Gras. Ey, das ist doch nicht wahr. Auf zu rutschen. So, wir haben tatsächlich doch die Folge rumgekommen. Ich frage mich allerdings, warum das bei euch so laggt. Das fällt mir nämlich erst jetzt auf. Ich hoffe, das ist nicht diese scheiß Komprimierung zu MP4. Also bei mir läuft es sehr flüssig. Das finde ich cool. Das. Nee, okay, gut. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ach nee, wir haben ja noch 2 Minuten. Ich dachte schon, wir haben 29 oder so. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir vielleicht die Basis sogar infiltrieren in der Zeit. Noch was? Nein, sind sie nicht. Weil sie tot sind. Da ist noch einer. Das ist kein Wolf, okay. Drüben ist auch kein Sniper. Wo ist denn da ein Sniper? Warte mal, ich schmeiß mal hier den Sensorwerfer runter. Da unten, okay. Leitern sind überbewertet. Warte mal, wo sind denn, was ist denn diese Skycrawlers da unten? Was ist diese Skycrawlers-Kiste? Ist natürlich wichtig, ne? Brauchen wir alles. Money, money, money. Kra, kra, kra. Ich frag mich, warum das so leckt bei euch. Ey, wirklich, das ist extrem. Oh, das war sogar ein Sniper. Als
ich im Irak war, habe ich nie zu Hause angerufen. Musste mich auf den Einsatz konzentrieren. Der Scheißjob hat mich 2 Ehen gekostet. Aber ich kann nicht aufhören. Finde ich auch. Sie hielten nach uns Ausschau. Vergangenheitsform, Präteritum meiner Ansicht nach. Ja, hier liegen 2 Leichen. Wie ist denn das passiert? Untersucht alles, was interessant scheint. Scheiße. So geht das, Boss. Die warten nur auf uns. Schön, ich warte auf Sie. Weil ich habe mehr Chancen, Sie zu besiegen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.